Hey Leute, Servus, willkommen. Update wegen meiner Erkrankung. Wieder ist eine Woche her seit dem letzten Video. Es konnte mir immer noch nicht geholfen werden. Bekam viele Nachrichten. Danke Leute. Ich gehe einigen Sachen hinterher, wo ich noch schauen kann, zu welchen Ärzten ich gehen kann. Aber ja, zuerst, jetzt habe ich zwecks meiner Knien, bin ich jetzt in die, sagen wir, in die Magnetresonanz gefahren und habe mich checken lassen, habe den Befund dann mit meinen Orthopäden angeschaut und wie es ausschaut, sah man nicht viel, komischerweise, wie ich mir gedacht habe. Aber ja, die Schwellungen wurden jetzt wieder ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber ging gar nicht weg, nur mit Schmerzmitteln, ganz klar. Jetzt ist das Ding, jetzt habe ich auch eine Woche ohne Cortison. Ohne Cortison ist es jetzt krass, tut den fast den ganzen Tag weh. Jetzt wirken die Schmerzmittel, jetzt kann ich ins Training gehen. Juhu. Und ja, es ist so, Orthopäde sagte mir, er kann mir nicht mehr weiterhelfen. Ich soll jetzt zum Rheumatologen. Rheumatologen ist nicht erreichbar. Super, muss ich öfter probieren. Am Montag wieder öfter. Übers Wochenende erreicht man sowieso keinen. Ja, das heißt immer, er ist nicht im Haus und fertig. Ja, frustrierend. Dann heißt es, heute habe ich den Rheumatologen angerufen, der ist nicht da, da habe ich mit der schnellen Stellvertretung geredet. Ich sollte übers Wochenende Cortison nehmen. Ernst? werde ich nicht machen. Cortison ist sehr giftig, also ich will es nicht mehr nehmen. Ich will es so gut wie möglich nicht mehr in mein Leben nehmen, ja. Jetzt ist so, ich mache jetzt ein Beintraining, ich habe Bauer Lust, hart zu trainieren. Ich brauche nichts, um mich zu pushen, ich bin hier oben. Ich werde bald richtig Gas geben. Ich werde jetzt ins Studio fahren, für euch ein paar Aufnahmen aufnehmen. Jetzt habe ich gerade keine Schmerzen. Wie es auch aussah durch den Befund, dass meine Knie von den Gelenken her seit der OP vor 2 Jahren nicht beschädigt wurden. Ich habe hart trainiert die letzten 2 Jahre, dreimal die Woche, das ist Fakt. Die Kniegelenke habe ich nicht kaputt gemacht. Komisch, aber nur die Entzündungen drumherum. Das ist grausam, grausam. Ja. So sieht's aus. Ich muss wieder weiter schauen, wie ich es mache. Ja, jetzt habe ich kurz gepennt. Heute brav gelernt am freien Tag. Jo, bis gleich. Hi Onkel, sag mal, hallo. Hallo. Wir sind auf dem Weg ins Studio. Gehen wir mal ein bisschen Pumpen. schauen, was er heute da hat. Mein Neffe. Hoffentlich ein bisschen was. Ja. Bist du motiviert? Ja, sowieso. Sehr gut. Er schaut da total auf mich immer, gell? Das ist mein Onkel. Muss halt immer ein Ich bin bisschen verdammt immer stolz. zurechtweisen. Ich bin verdammt stolz, dass Spatzl. er mitgegangen Danke. ist. Und jetzt, Nicht zum ersten Mal. genau, jetzt schon das vierte, fünfte Mal geht er mit. Nach vielen Jahren ohne, kann man sagen, ohne Sport. Nach vielen Jahren. Ja. Hat Ein er paar sich Tage, ja. Mitziehen lassen und das ist der Hammer. Es ist nie zu spät. Nie. Und Du ich habe sagst genau es. ein paar Abonnenten auf YouTube, die was 40 bis 50 sein. Marcel heißt einer, Respekt an dich, du bist über 50 und gibst ordentlich Gas. Das Sag ist der ja. Hammer. Sowas muss respektiert werden. Man ist nie zu alt. Nicht zu Es gibt alt, immer alles Hoffnung. andere sind Ausreden. Genau. So ist es. Jeder hat seine Probleme.
Die Stange wiegt 16 Kilo. Ich habe sie abgewogen. Ich schon, ja? Klasse. Schon. Andi, hi. Servus. Wie war's Training? Hat's passt? Bombe. Onkel, wie hat's bei dir passt? Ja. Beim Anfang ja. Maschinen. Schliefen hast du mich wie der Letzte. Nein. Ich hab dem Onkel nah und Freiheit gelassen. Ich hab gesagt, er kann ein bisschen mit den Geräten her tun. Dafür hat er mich geschliffen. Dafür habe ich ihn geschliffen. Aber ein bisschen eingeweist habe ich ihn schon am Anfang. Ein bisschen die Geräte, wie man da. Man kann bei den Geräten weniger falsch machen und am Anfang. Sind wir im Weg da drin? Müssen wir da gehen, ich dir? Ja. Okay, Andi, hat's wieder passt. Thomas, war sicher. Bombe, gute Nacht. Wie immer.